Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Der Pferdepodcast Adventskalender. Wir robben uns an den Heiligen Abend ran und öffnen Türchen Nummer 19 in unserem Pferdepodcast Adventskalender. Eine Geschichte von unserem Hundemädchen Lulu aus dem Buch Lulus Life. Und Jenny, heute geht's in den Urlaub. Etwas, was. Urlaub? Kannst du erklären, was das ist? Soll ich das mal buchstabieren? Ja. Und also so das Konzept und Prinzip Urlaub, man hat es schon wieder vergessen. Also Dinge, die in diesem Jahr wegen Corona so gar nicht gingen. Man kann es in unserem Büchlein nochmal nachlesen, was so die Idee davon ist. Es gibt mehrere Urlaubsgeschichten in unserem Buch und wir haben mal so die 1-2 am Anfang so ein bisschen überschlagen. Wir mussten Lulu nämlich durch diesen Wanderurlaub zu Beginn eher tragen, als dass sie selber gelaufen ist. Naja, da war sie noch ganz klein. Da war sie ganz klein, aber dann irgendwann hat sie also ungeahnte Kräfte entwickelt und ungeahntes Selbstbewusstsein. Das muss man ja schon sagen. Sie ist so von ihrer so physisch ist sie eher ein Fliegenschiss, aber das Ego ist manchmal riesengroß, ganz im Gegensatz zu dir. Du hast Schiss vor Kühen in den Alpen. Ja. De facto, ja. Tatsächlich. Ich gehe nicht über Weiden, wo Kühe mit Kälbern, vor allem mit Kälbern noch dabei stehen, da drehe ich um. Das Problem ist, manchmal muss man halt drüber, sonst ist die komplette Wanderung im Arsch. Na gut, aber wir hatten ja eine Beschützerin dabei und diese Rolle hat Lulu ein ums andere Mal übernommen. Und darum geht's in der Geschichte heute. Jetzt machen wir erstmal die Hymne mit Manni und Lulu. Beschützerinstinkt über Killerkühe und Selbstverteidigung. Dass ich mich regelmäßig erhole, ist auch deshalb unbedingt geboten, weil meine Fähigkeiten als Jagd- und Wachhund in den Bergen besonders gefragt und nötig sind. Ich sage nur Killerkühe. Österreich ist ja bekanntermaßen das Land mit der weltweit größten Dichte der aggressiven Eutertiere. Direkte Nachfahren der gefürchteten Velociraptoren aus dem Film Jurassic Park übrigens. Wenn sie Junge haben, sind sie besonders unberechenbar und gereizt. Doof wird's, wenn der Wanderweg über eine Wiese führt, die voll steht mit den Kuhraptoren. Sie empfangen uns schon am Tor mit blutunterlaufenden Augen. Und da steht sie dann, meine Hosentrompeter-Kombo aus Hessen. Holgi, Freund der Familie, der sein Auto auch dann aussaugt, wenn es nicht dreckig ist. Seine Frau Uschi, die Leinsamen über ihr Frühstücksobst streut, what the fuck? Frauchen, die Buchhalterin ist von Beruf, noch Fragen? Und Herrchen, der keine Horrorfilme schaut, weil er sonst nachts nicht schlafen kann. Wir fassen zusammen. Auf der einen Seite des Zauns haben wir angriffslustige Killerkühe, auf der anderen Seite die Hosentrompete. Und mich, die kleine Lulu mit dem großen Navy Seal Herz. Es sind diese Momente, in denen ich spüre, dass genau jetzt mein Einsatz gefragt ist. Momente, in denen die Instinkte Besitz von mir ergreifen und mein Handeln steuern. Augenblicke, in denen ich Luft hole, meinen kleinen Hubraum ganz groß mache und zu einem gefährlichen Knurren ansetze. Ein Grummeln ist es noch zu Beginn. Grumm. Ein Motorrad der Marke Harley-Davidson ist mein Vorbild. Grumm. Ich fixiere den Kuhraptor mit den Augen. Ich drehe am Gashahn, orgle den satten Harley-Bell-Sound auf 6000 Umdrehungen hoch. Und siehe da, die Killerkuh bewegt sich. Nur 3 Schritte, aber es wirkt. Und ich setze nach mit Bellen, aggressiv und laut, wie ein Gitarrenriff der Rolling Stones auf einem Open-Air-Festival. Satisfaction, ba-ba-ba-ba-bam, bälle ich, knurre ich, ba-ba-ba-bam, und die Killerkuh weicht weiter zurück, dreht schließlich um und ergreift die Flucht. Was meine Hose... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Wenn Trompeter ohne mich gemacht hätten? Die Frage erübrigt sich. Sie hatten mich ja. Ich lege übrigens keinen Wert auf ein Danke. Gebt mir stattdessen einfach eine extra Portion Rind in den Napf. Ich bevorzuge ganze Tiere. Dankeschön. Als die 10 Tage in Österreich zu Ende gehen und wir wieder in die Heimat fahren, sticht der Abschiedsschmerz in meiner Brust. Alpen, Almen, Österreich. Ich habe mein Hundeherz in euch verloren. Und die Österreicher mag ich auch leiden. Nette, unkomplizierte Menschen, die man allein wegen ihrer ulkigen Sprache liebhaben muss. Sie verlangen beim Bezahlen mit der Karte die BIN statt die PIN und haben eine Verniedlichungsform für alles, was sie gerne haben. Ein süßer Hund ist ein Hunderl und ein selbstgebrannter ist ein Schnapserl. Wir kommen wieder. Punkt.